So könnt ihr gemeinsam plaudernd in Richtung eures Schiffes gehen und trefft dort auf die gleichen Informationen, die auch die anderen bekommen haben. Nur Diamantis ist wirklich ansprechbar. Die anderen keine Chance. Nun, wenn die anderen momentan ohnehin nicht ansprechbar sind, dann werde ich auch einmal kurz meine Kajüte aufsuchen. Gonech wird dafür sorgen, dass ich nicht gestört werde. Ich habe noch ein paar Vorbereitungen zu treffen. Bin in einem Stundenglas wieder für euch verfügbar. Falls bis dahin etwas Dringliches sein sollte. Wendet euch an jemand anderen. Mach dir keine Sorgen, eine Stunde kann ich das Schiff auch ohne dich halten. Sehr gut, sehr gut. Vermutlich länger. Ich bin fest davon überzeugt. Dein Vertrauen beruhigt mich. Ach, Immer doch, Rafim. König. Boltax, Sulamin, ihr seid hier wieder da. Diamantis. Ja, aber Boltax geht jetzt schon wieder. Richtig, ich habe Dinge zu erledigen in meiner Kajüte. Haltet die Stellung, Diamantis. Rafim wird das Schiff eine Stunde verteidigen. Ja, ihr müsst euch um die Fernkämpfer kümmern. Ich glaube zwar nicht, dass wir in einer Stunde mit einem Angriff zu rechnen haben, aber bereit bin ich. Wunderbar. Was habt ihr eigentlich gemacht? Und, Ich musste Wachdienst schieben. Da mir mein Trainingspartner ja entfallen ist, habe ich mich alleine, oder besser gesagt, mit unserer Magistratin auf dem Weg zum Chortempel gemacht. Bisschen trainiert und den ein oder anderen Kniff angeeignet. Und ist die Frau gut? Nun, gut kann man nicht sprechen. Sie ist auf jeden Fall um einiges besser als ich. Ob sie es mit dir aufnehmen könnte, weiß ich nicht, aber du bist auch kein. Ja, ich bin ja auch nicht gut, ich bin exzellent. Also ist sie gut, ja, das reicht doch. Haben dich die anderen schon über den. Haben dir die anderen schon was über den Arena-Kampf erzählt? Was wir herausgefunden haben. Ja, ich dachte, du willst teilnehmen. Ja, nun, nicht mehr nur ich. Es scheinen wohl auch Gruppen zugelassen worden zu sein. Und wir hatten das große Glück, dank dem Kapitän, dass wir einen Blick in die Arena werfen konnten. Der Zornbrecht hat wohl ordentlich was springen lassen, um da Sachen bauen zu lassen. Oh, ein Event mit mehreren Leuten. Interessant. Und das Was? hat offenbar diese Todesachse an, von der wir schon gehört haben. Und dann war noch die Rede von einem Schlinger. Und Boltax hat dieses Buch in die Finger bekommen. Und jetzt ist er nicht mehr nur von der Gräulmischen, sondern auch von der exischen Weltverschwörung überzeugt und will unbedingt diesen Schlinger töten. Ja, weiß er, wie kräftig so ein Schlinger ist? Ich denke, er hat einen Plan. Er könnte funktionieren oder furchtbar nach hinten losgehen. Für den Schlinger sind wir gut ausgerüstet. Wir haben eine Kiste von Hurun aufs Schiff geliefert bekommen. Haben wohl Boltax und Jalan ausgemacht. Naja, dann brauche ich mir keine Sorgen machen. Ich kann euch nicht helfen, das ist euch klar, ne? Ja, natürlich. Wir hätten nicht erwartet, dass sie eine Basaltfaust in die Arena lassen. Ja, aber ihr kriegt das schon hin, ihr seid ja alle schon groß. Also nicht richtig groß, aber schon groß. Ich Habt ihr denke. irgendwie einen Plan oder wollt ihr da einfach reinstürmen? Ich denke, Boltax wird Gonnach mitnehmen. Der wird sich freuen. Dann hat Boltax jemanden, nun, der sich vor ihn hinstellt. Und einer unserer vorzeigbaren Trollzacke vorzuzeigen beim Arena-Kampf, mal in Aktion, im Kampf zu erleben, wird uns sicherlich auch einen guten Ruf bei den Granden verschaffen. Ja, ist auf keinen Fall eine schlechte Idee, das würde ich auch nicht sagen. Trag können wir es eigentlich auch nicht vorenthalten, oder? Wenn Gonnech schon geht. Naja, ich kann dem alles vorenthalten. Die Frage ist, wie der das aufnimmt. Vermutlich gewalttätig.
Nun, das ist deine Entscheidung. Ich bin sicher, am Ende tut er, was du möchtest. Ja, ich enttäusche ihn aber so ungern. Naja, und was den Plan angeht, also so richtig ausgereift ist er noch nicht. Wir haben mit Kanizetiana gesprochen, aber das Interessanteste wird wohl das Terrain sein. Dieser Zornbrecht hat Unmengen von Sumpfpflanzen und dort anpflanzen lassen und Wasser in die Arena geleitet. Und auf der einen Seite, da haben wir Boote gesehen. Also offenbar ist es so gedacht, dass die Kämpfenden mit den Booten an den Strand rudern. Und ich bin nicht sicher, vielleicht erwartet eine andere Partei sie in dem Dschungel? Ihr meint einen Landungskampf. Oh, sehr spannend. Wir haben auch ein paar kleine Hütten gesehen und irgendwelche. Es sah aus wie etwas, was die Einheimischen hier aufstellen könnten. Irgendwie schamanisch oder so. Aber ich hoffe, es ist nur Dekoration. Oh, vielleicht ist es ein Sklavenfang-Event. Die sind immer spannend. Da werden auf der. Wie als würdet ihr Sklaven fangen gehen. Aber was macht dann der Schlinger da? Ich dachte eher, es wäre die Geschichte der ersten Ankömmlinge gegen das Echsengezücht, Achatz. Oh. Dann sind bestimmt einige Achatz da. Da solltet ihr vorsichtig sein, das sind miese Viecher. Gegen so etwas habe ich noch nie gekämpft. Und diese Schlinger, ich stelle sie mir in etwa vor wie Krokodile? Ist das richtig? Ja. Das ist ziemlich verfehlt. Vielleicht von dem Maul her schon, aber die Größe, da müsst ihr auch mal von der Größe eines halben Schiffes her rechnen. Aber lauern sie auch im Wasser oder sind das andere Tiere? Ich weiß nicht, ob die schwimmen können. Ich habe noch nie einen im Wasser gesehen. Ich habe generell nie einen freier Wildbahn gesehen. Aber die sind schon immens. Ich will nicht vor dem seine Schnauze stehen. Man kriegt den Eindruck, als könnten die einen mit einem Bissen verspeisen. Und offenbar kann man sie reiten, wenn man sehr mutig ist. Ja, oder sehr dämlich. Dieser Goldo Paligan, nicht wahr? Rühmt sich auf einem geritten zu sein? Ja. Tut er. Ich würde euch trotzdem nicht empfehlen, das Vieh bändigen zu wollen, wie diese Stute damals. Das wird nicht funktionieren. Das würde ich auch lieber nicht tun. Boltags Plan ist es, es in einzuschläfern? Ich denke, er kann so etwas, aber ich glaube nicht, dass er es schon mal an so einem Tier versucht hat. Und es dann mit dem Dolch zu töten. Ja, ich habe da Vertrauen zu ihm. Er kriegt das schon hin. Hat sich jemand von euch eigentlich um die Einladung gekümmert, die an die Granden rausgehen sollten? Oh ja, ich habe mich am Vormittag um die Einladungen gekümmert. Und die meisten sind auch schon verschickt. Ich habe nur noch einige zurückbehalten, sozusagen blanko, falls sich eine Gelegenheit ergibt, wo wir dringend noch eine brauchen, weil wir noch jemanden kennengelernt haben, den wir einladen wollen. Ja, und kommt erst das Fest und dann die Arena, oder? Wir haben uns dazu entschieden, das Fest vor dem Arena-Kampf zu machen. Und oh. Sozusagen mit dem Anreiz, dass die Gäste die Arena-Kämpfer schon einmal kennenlernen können. Als einzige vor dem Kampf. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich kann leider gar nicht abschätzen, wie viele kommen werden, aber nun, hoffen wir das Beste. Wisst ihr, ob der Großadmiralissimus auftauchen wird? Leider nein, aber wir waren gerade bei den Wilmans und er ist zumindest eingeladen. Da würde ich mich zumindest drüber freuen, mal mit Worte wechseln zu müssen. Kennt ihr ihn?
Wir fragten uns vorher, was er wohl für ein Mann ist. Nein, gar nicht. Bevor er an diesen Posten erhoben wurde, habe ich noch nie was von ihm gehört. Auf keinem der alanfanischen Schiffe ist sein Name je gefallen. Oh, also hat er diesen Posten auch noch nicht so lange inne? Nun, seit Franja tot ist, also seit der Schlacht von Frigaes. Also seit einigen Jahren, oder? Genau, seit. Sind das nun 1,5 Jahre? Ich denke da nicht gerne dran zurück, aber ein bis zwei Jahre sind das her. Naja, und seitdem wart ihr ja auch nicht mehr da. Also ist das nicht unwahrscheinlich, dass ihr ihn noch nicht kennengelernt habt. Aber ja, vielleicht ist das wieder so eine Ernennung, wo die Person eigentlich nichts mit dem Posten zu tun hat? Ja, das kommt hier schon vor. Müssen wir noch irgendwas vorbereiten oder habt ihr alles? Wir haben das meiste an die Perle von Al-Anfa delegiert. Es sollte eigentlich alles soweit sein. Die müssten dann morgen kommen und das Deck dekorieren und sie schicken auch einige Leute, die sich um das Essen kümmern. Unterhaltung ist gebucht. Vielleicht könnten wir noch mit unserer Mannschaft reden. Ich weiß nicht, denkt ihr, es wäre eine gute Idee, unseren Matrosen zu sagen, dass sie sich an dem Abend auf unsere Kosten am Hafen ein Bier kaufen sollen und nun ist bis hierher nicht alle rumrennen, während ja, des Festes. Wir sollten ihnen sagen, dass sie sich verpissen sollen, das halte ich auch für vernünftig. Alle hier. Trollzacker machen mir viel mehr Gedanken. Wo sollen wir mit denen hin? Ich meine, in der Stadt wollen wir die sicher nicht haben. Nun ja, das Fest soll an Deck stattfinden. Aber, ja, ich gebe euch recht, das könnte Probleme geben. Naja, wenn jemand frech wird. Dann haben wir auch noch die Dukatengardisten und dich, Raffi. Den meisten unserer Offiziere habe ich schon Bescheid gegeben, dass sie auch dabei sind. Aber, ich glaube, dass gar nicht alle dabei sein wollen. Naja, zumindest den Torwaller sollten wir nicht dabei haben. Hasswolf? Ob er sich das verbieten lassen wird? Andererseits, vielleicht hat er auch gar keine Lust auf so viele Alanfaner. Er ist leider gerade wieder gegangen, aber wir sollten mit ihm reden, bevor es am Abend Ärger gibt. Ja, das überlasse ich ganz euch. Vielleicht verzieht er sich ja für einige Stunden in den Svafnir-Tempel oder wo er auch immer hin will. Muss ich noch irgendwas machen? Nun, also wir haben bisher keine zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen getroffen, abgesehen davon, dass ich Nitya gesagt habe, sie soll sich bereithalten, falls jemand abgestochen werden sollte und Kanizitiana Antidot gebraut hat. Naja, wir haben ja die Dukatengardisten und die, den Kurgastamm und mich. Das könnte klappen. Ich denke auch. An Kampfstärke hat es unserem Schiff noch nie gemangelt. Vielleicht könnten wir noch einmal in die Hafenmeisterei rein und den Hafenmeister bestechen, dass er das Schiff neben uns dazu bringt, sich umzuplatzieren, damit wir den ganzen Steg für uns haben. Die Hafenmeisterin wäre dann das diese Dame, die wir auf der Festungsinsel getroffen haben? War, glaube ich, nicht die Hafenmeisterin, aber nagelt mich nicht drauf fest. Eine Vertretung, kann das sein? Also, so wird das wohl gewesen sein. Ich glaube, die Hafenmeisterin ist eine Bonaret. Dann steht sie sicherlich auch auf der Gästeliste. Ja, ich weiß eh nicht, wer gegenüber von uns ankert. Im schlimmsten Fall machen wir halt vorne den Pier zu und sagen sie ihnen, dass sie sich verpissen sollen. Das kriege ich hin. Meinst du, dass wir die nicht auf ihr eigenes Schiff lassen? Naja, ich sag denen, dass da vorne 15 Granden sind und sie gerne versuchen können, sich durchzukämpfen.
denke, da werden die recht schnell einsehen, dass das keine gute Idee ist. Vielleicht schicken wir nach vier Dukatengardisten auf das Schiff, dass sie einmal schauen, nicht, dass da irgendwer in der Hängematte pennt. Können wir dann auch nochmal ins Hafenbecken schmeißen. Und ihr wolltet euren Bruder einladen, ja, Diamantus? Ich habe die Einladung verschickt. Den wollte ich einladen, aber wahrscheinlich taucht er sowieso nicht auf, also macht euch darüber keine Gedanken. Nun, nach eurem Streit. Gut möglich. Ach ja, scheiße, bevor ich's vergesse, Zulamin, ich wollte ja noch mit dir reden, bevor ich zum Wachdienst musste. Ja, richtig. Diamantus, kannst du weggehen? Ja, danke, dass du mich drum bittest, wegzugehen, anstatt dass ihr beide weggeht, aber in Ordnung, Rafi. Ich reiche nochmal nach oben, um dir auf die Schulter klopfen zu können, aber lass es dann doch sein. Gehe dann vom Achterdeck runter. Ich bin schon ein freundlicher Mann, nicht wahr? Ja, sehr. Ich hab bitte gesagt, also vielleicht. Und zwar, habe ich euch das schon von meiner Haut erzählt? Boltax sagte vorher etwas, aber es schien mir nicht die passende Situation, um nachzufragen. Oh, richtig. Ich ziehe ein Dolch aus meinem Gürtel und du siehst, wie Rafim sich selber in den Arm sticht. Jetzt hier. Los. Zulamin nimmt mal ihren eigenen Dolch und drückt die Klinge gegen seinen Arm. Er spürte den Widerstand. Allerdings. Habt ihr das auch oder habt das nur ich? Zulamin hält mal ihren gebräunten Arm daneben. Nein. Ich denke nicht. Das ist einerseits beruhigend, andererseits beunruhigend. Wann hat das angefangen? Nachdem ich den Tempel mit euch verlassen hatte, deswegen wollte ich euch fragen, kommt das von euch? Das zu diesem Raya-Ritual-Ding? Es ist nichts, worum ich die Göttin gebeten hätte. Aber worum man bittet und was die Götter einem geben, ist nicht immer unbedingt dasselbe? Ja, ich habe auch schon im Chortempel gefragt. Die halten es für einen Segen. Aber man muss ja immer vorsichtig sein. Das stimmt. Nun, wir können das nicht wissen, aber sagen wir so, wenn es etwas Schlechtes wäre, dann müsste es ja irgendwie magisch sein, oder? Dämonen sind magisch. Also wenn es etwas Dämonisches wäre, müssten Boltax oder Adelmir es sehen können. Wenn es dagegen etwas Göttliches ist, dann dürften sie gar nichts erkennen. Ja, eure Logik ist bestechend und ich habe sie nicht verstanden, aber wir können gerne Boltax fragen, ob er das versteht. Wenn Boltax nicht sieht? Ich weiß nicht, ich könnte es mir vielleicht so erklären. Wisst ihr, ich hatte bei dieser Liturgie für euch den Gedanken, damals in Janka, wisst ihr noch, als Kor euch die Schuppen seines Vaters Farmalor geschickt habt, hat... Ja, ein erhebender Moment, möchte ich sagen. Ja, damals habt ihr mir die Macht eures Gottes gezeigt und meine Stadt befreit. Gut, sie war erst seit kurzem meine Stadt, aber trotzdem. Und ich hatte irgendwie den Gedanken, mich zu revanchieren, indem ich euch die Macht meiner Göttin zeige. Und nun ja, jetzt ist da wieder dieses Schuppenmuster. Also nicht so wie damals, aber es ist doch irgendwie ähnlich. Also, ich sag's mal so, ihr geht gerade in sehr gefährliches Terrain, weil wenn alles ist, was ich tun muss, um diese Liturgie wieder zu erleben, eine Stadt zu erobern, dann werden wir aber viele Städte erobern. Ich hab 50 Trollzacker und ich bereue nichts. Nun, vielleicht könntet ihr alternativ einen Heptarchen stürzen,
Das ist doch gewissermaßen das, was wir vorhaben. Jetzt wollt ihr mich aber nur motivieren, seid ehrlich. Ist das nicht meine Rolle? Die Helden zu motivieren? Ja, und ihr seid stechend gut darin. Sollten Neptarchen töten. Sollten Neptarchen töten. Gut, dann haben wir das auch besprochen, ne? Diamantes, jetzt komm doch wieder her. Stell dich doch nicht da unten so hin wie so ein vergessenes Reh. Was? Ja. Diamantes, wir müssen dringend Heptarchen töten. Wie viele gibt's denn noch? Ihr habt da doch ordentlich aufgeräumt. Ich hoffe viele. Bei euch oben im Norden habe ich nicht so den Überblick. Ich meine, hier unten sind wir dadurch verschont gewesen. Das ist einfach die Anziehungskraft des Südens. Hier ist alles deutlich besser als oben. Da gebe ich euch recht. Ja, so könnt ihr die nächsten paar Stunden über die Heptarchen philosophieren, wer noch übrig bleibt und wer sich über die Eishexe kümmert. Von der weiß man sowieso nicht allzu viel. Ja, niemand mag oben im Bornland sein. Schon im Laufe des Abends kommen zahlreiche Bedienstete des Hotels und bauen die ersten paar Sachen um, schicken dann noch Matrosen bereits in die Kneipen, damit sie da nicht stören, und so leert sich dann nach und nach euer Schiff, beziehungsweise es wird dann eben mit Dekorationen geschmückt. Ihr könnt auch die ersten paar Theater und Schauspieler, die dann hineinkommen und sich dann betrachten, wo sie denn auftreten können, und so verstreicht der Tag. Natürlich können auch Abelmir und Jalan euch wieder aufsuchen, einige Kleinigkeiten mit euch besprechen, und so vergeht dann doch der Abend relativ schnell und der nächste Morgen bzw. die Mittagszeit ebenso, da doch wohl noch einiges zu erledigen ist, wenn man dann die Granden umsorgen mag. So ja. Tauchen einige Schauspieler, Feuerspucker schon bereits Mitte des Tages auf und werden sich auf dem Schiff das gemütlich tun. Ich hätte ja binnen der Zeit, die ich in meiner Kajüte war, auch noch 3 Stabzauber in meinen Stab gesprochen und mich auch noch ein bisschen vorbereitet. Allerdings anders als Abelmir würde ich keine Regeneration machen und auch kein Tee aus wohltuenden Kräutern trinken, sondern einfach nur einen Stab mit 3 Zaubern aufladen. Abelmir nimmt noch schwarzen Mohn, doppelte Regeneration. Ja, und Junkie. Dann würde ich auch schon wieder zu Zulamien, zu Raphim und zu Diamantes an Deck zurückkehren. Ja, wie gesagt, wir schreiben mittlerweile den 19. Travier, Mitte des Tages, habt dann zahlreiche Stabzauber in eure Stäbe gesprochen bzw. regeneriert und steht jetzt dabei, guckt zu, wie die Umräumarbeiten laufen. Und noch, das Fest hat eigentlich noch gar nicht begonnen. Ihr seid noch so ein bisschen am Schauen, wen ihr denn jetzt alles eingeladen habt. Da könnt ihr bereits erkennen, wie wohl einige Leute vom Hafen mit Sänften auf euch zukommen. Ihr könnt nicht genau sehen, wer das ist, aber ihr seht auf den Sänften zumindest ein Wappen. Ihr dürft gerne mal auf Heraldik würfeln, mit Spezialisierung in Land verzählt. Heraldik hat Freyos gefährliches Talent. Whatever. Ich glaube, das ist Liturgie Plus, ne? Ich bin nicht sicher. Könnte ich mir gut vorstellen. Es ist egal. Auf die 2 Punkte kommt es jetzt eh nicht an. Weder nach vorne noch nach hinten. Ja, wenn es jemand wüsste, dann Abelmir, aber das muss das Haus Zornbrecht sein. Raphim kann aber sagen, es ist das Haus Karino. Und ihr könnt sehen, wie Raphim das wohl auch noch genauer deuten kann, denn Raphim geht tatsächlich von der Planke rüber und schließt da wohl eine Person direkt in die Arme, die ihr als Raya Geweihten erkennen könnt. Es handelt sich dabei um Kiras. Oh, du hast meine Briefe gar nicht beantwortet. Ich hab dir doch 3-mal geschrieben. Oh. Karinoa. Raphim, bist du das, mein Großer? Jetzt tust du so, als würdest du mich nicht erkennen, Karinoa. Ja, so willst du dich rausreden. Nein. Oh. Komm her, lass dich umarmen. Oh, meine Güte, mein Junge. Ja, wir haben dich ganz schön vermisst. Ich sag dir, als du weg warst, Jalan war nicht zu ertragen. Es ist immer noch nicht zu ertragen. Es ist wirklich gut, dich zu sehen. Ja. Ich hab mich für tot geglaubt. Das Gleiche. Und dann habe ich gehört, du wärst vielleicht wieder in der Heimat und ich habe dir Briefe geschrieben, aber keine Antwort. Ich habe leider keine Briefe von euch bekommen. Ich
Es ist eine lange Geschichte, aber später, später. Es ist einfach gut, dich zu sehen. Manchmal hasse ich diese Stadt. So, setz dich erstmal auf meine Schulter. Ich zeig dich den anderen ganz stolz. So wie in alten Zeiten? Natürlich. Ja, ich schreite wieder aufs Schiff. Karino auf meinen Schultern. Meine Herren, meine Damen, darf ich vorstellen. Den schönsten Mann auf ganz Dere. Ah, Kiaras Karino. Schön, euch wiederzusehen. Es ist eine lange Zeit her, Kiaras. Aber ihr seht verhältnismäßig gut aus. Alan muss ein bisschen mit den Tränen kämpfen. Ja, dann wirft ihr vor allem einen eisigen Blick zu, schnaubt einmal und schaut dann wieder auf den Hafen hinaus.